Hallo, ich grüße euch wieder aus dem Sportpark. Ich bin die Irene und wir machen wieder eine Stunde Pilates. Ihr dürft auf dem Rücken euch ablegen. Fängt doch easy an, oder? Oh, kommt da an. Auf eurer Matte, an eurem Platz. Die Arme nehmt ihr gleich mal nach außen, Handinnenfläche. Gern mal runter auf den Boden und du atmest tief ein und spürst jetzt deine Füße auf dem Boden, dein Becken, dein Schulterbereich, Hinterhaupt und deine Hände. Spür ganz viel Weite über die Brust und lass jetzt deine Beine nach rechts oder Richtung Kamera rüber sich rüberlegen. Spür die Öffnung über deine Körpervorder- und Rückseite. Und komm dann wieder, wenn es geht, ausatmen, zurück in die Mitte und lass dann deine Knie nach links kommen. Schultergürtel bleibt entspannt liegen. Du hast jeden Moment Kontakt mit den Schulterblättern auf dem Boden. Spür da hinein und spür dieses Öffnen über deine Körpervorder- und Rückseite. So ganz leicht aufmachen, besonders gut am Morgen, wenn wir frisch aufgestanden sind. Sehr schön, super. So, jetzt nimmst du deine Handinnenflächen, drehst sie nach oben und dann rollst du dich einmal so ins Bridging auf. Schieb dabei beide Mittelfinger nach außen, sodass ganz, ganz viel Öffnung über der Brust bleibt. Schieb dich hoch nur mal in die Hängebrücke und roll dich dann wieder mit dem nächsten Ausatmen nach unten ab. Fokus ist wieder auf deinen Mittelfingern. Lass sie weit nach außen kommen. Jetzt lässt du die Handinnenflächen oben, bringst wieder deine Knie nach rechts oder Richtung Kamera. Jetzt streckst du da deine Beine aus. Mach dich ganz lang für deine Arme hoch Richtung Ohrenkopf. Jetzt bist du wie in so ein aufgedrehtes V, liegst du jetzt da. Ein gedrehtes V. Komm wieder zurück, hol die Beine zurück. Erst wieder Knie, Füße heranholen. Beine aufstellen, Arme wieder über die Schulterhöhe und dann nach links. Streck dann wieder aus, mach's jetzt in einem Bewegungsfluss. Beine und Arme strecken und komm wieder zurück in einen Bewegungsfluss. Noch einmal. Ja, so richtig schön ausstrecken dann. Und wieder zurückholen. Ne? Noch einmal nach links. Erst die Knie nach links ausstrecken. Arme hoch. Okay, so richtig schön öffnen. Und komm wieder zurück in die Mitte. So, jetzt drehst du wieder die Handinnenflächen Richtung Boden und rollst dich mit dem nächsten Ausatmen wieder hoch ins Bridging. Lass jetzt trotzdem wieder über deine Brust ganz viel Weite entstehen. Komm hoch, komm hoch. Okay, jetzt nimmst du deine Arme nach oben Richtung Ohrenkopf und wenn du dich ablegst, versuch mal jeden einzelnen Wirbel ein Stückchen weiter von deinem Kopf wegzulegen, sodass ganz viel Öffnung in deinem Lendenwirbelsäulenbereich stattfindet. So, lass jetzt die Arme oben und streck mal beide Beine aus. Spür jetzt da nochmal deine Länge. Nimm wahr deine Fersen, dein Kreuzbein, das bleibt jetzt da. Dein unterer Rücken, der bleibt auch Richtung Matte. Jetzt tust du deine Hände an deinen Kopf legen, Beininnenseiten zusammenführen und heb aus ab dem Kopf, Nacken und Schultern ab. Wir haben heute mal den Chestlift mit ausgestreckten Beinen. Löse die Arme. Wenn du dich jetzt noch einen Tick höher ziehst, ausatmen. Schieb mal die Wand vor dir weg. Ja. Bleib da oben, leg wieder die Hände an den Kopf. Komm wieder zurück. Und wieder hochkommen. Ja. Genieße, wie du dich da so richtig schön in der Bauchmuskulatur aufwärmst. Dein Bauch hält. Dein Kreuzbein auf dem Boden ganz stabil liegen bleibst. Arme wieder lösen, schieb dich ausatmen wieder hoch. Ganz entspannt, ihr könnt dabei lächeln. Ja, und schon
arbeitet der Bauch ein bisschen mehr, wenn er ein bisschen in euch hineinlächelt. Letztes Mal. Ja. Oh, nochmal hoch. Lächle wieder in dich hinein. Bauchmuskel freut sich. Bauchnabel geht nach innen dadurch. Hände wieder an deinen Kopf und wieder ablegen. Sehr schön. Löse jetzt wieder deine Arme. Nimm sie nach außen. Handinnenflächen hoch Richtung Decke. Stell rechtes und linkes Bein nochmal auf. Hol's die Füße heran fürs Bridging und roll dich mit dem nächsten Ausatmen wieder nach oben auf. Nimm die Hängebrücke wahr. Und dann gehst du wieder in eine stabile Brücke hinein. Shoulder Bridge. Ne? Du spannst wieder Po, Bein, Rückseite an. Schiebst beide Mittelfinger wieder weit nach außen. Jetzt bleibst du da, führst die Hand Rücken in den Boden und hebst mal abwechselnd rechte und linke Ferse vom Boden weg, als wolltest du davonlaufen, aber alles andere bleibt hier ganz stabil. Du schaust entspannt Richtung Decke und lässt deinen Atem fließen. Ein- und ausatmen, nimm's wahr. Noch einmal rechts und links, dann legst du wieder beide Fersen auf den Boden ab, nimmst beide Arme wieder nach hinten Richtung Ohrenkopf und nochmal die Wirbelsäule ablegen. Ganz, ganz viel Raum schaffen für deine Bandscheiben. Ja, sehr gut, super. So, jetzt nimmst du dein rechtes Knie über die Hüfte, holst es heran und dein linkes Bein streckst du aus. Spürst wieder dein Kreuzbein. Hol dein rechtes Knie heran. Lass die Schultern weg von den Ohren. Und schieb mal deine große Zehe vom linken Bein ganz weit weg. Jetzt streckst du dein Bein nach oben weg. Nimmst deine Hände an deine Oberschenkelrückseite oder Unterschenkel, da wo es für dich passt. Schieb die Ferse hoch und die Zehenspitze. Lass deine Rückseite sich öffnen. Kreuzbein bleibt immer noch ganz stabil liegen. Noch einmal, wenn dann die Zehen nach oben schau, heb Kopf, Nacken und Schultern nach oben ab. Oh, jetzt liege ich da auf dem Kabel drauf. Eieiei, okay, so, hol heran und lass immer noch dein linkes Bein ganz weit da unten liegen. Sehr schön, zieh dich einen Tick höher. Jetzt bleibst du da oben, löst deine Arme, leg sie nach unten ab. Und dann rollst du dich nach unten. Wir machen drei Leg Circles da oben. Hm? Kleine, kleine, kleine. Du spürst jeden Moment in dein Kreuzbein hinein. Nach drei Stück wechselst du wieder die Richtung. Ja, okay, super. Und jetzt lässt du dein rechtes Bein in seiner Länge nach unten sinken. Spüren rechte und linke Gesäßhälfte hinein. Hol dein linkes Knie heran. Zieh es Richtung Brustkorb und schieb im Gegenzug deine rechte, zweite oder große Zehe weit von deiner Körpermitte weg. Nimm mal Kontakt auf zu deiner zweiten Zehe. Spür wiederum dein Kreuzbein. Und jetzt streckst du dein linkes Bein aus, schiebst nach oben, Hände wieder dahin, wo es für dich geht und gerade so dreimal oder viermal Ferse hoch und Zehenspitze, sodass das Sprunggelenk auch aufgeweckt wird. Jetzt lässt du wieder deine Zehe nach oben zeigen und gehst wieder hoch ausatmend. Schieb dein Brustbein Richtung Bein, Richtung Knie. Versuch die Rückseite wieder zu öffnen. Wenn du magst, kannst du auch da nochmal Ferse hochschieben. Ha? Ja, und jetzt bleibst du wieder da oben. Lässt das Bein da stehen, löst die Arme und dann legst du dich ab. Schieb wieder beide Mittelfinger weit nach außen. Drei Leg Circles. Hm? Ja. Drei Stück in eine Richtung und drei in die andere. Und wieder dein Kreuzbein spüren. Das bleibt. Dein Rücken bleibt. Okay, und jetzt lässt du dein linkes Bein nach unten sinken. Spür deine Länge. Nimm wieder die Arme nach hinten, führ deine Beine zusammen. Nochmal Hände unter deinen Kopf und heb mit dem nächsten Ausatmen wieder Kopf, Nacken und Schultern nach oben ab. Nochmal Chestlift, komm hoch, schieb dich nach oben. Bleib da oben, wenn du die Hände an den Kopf legst, komm wieder zurück. Ausatmen wieder Kinn Richtung Brustbein.
Löse und schieb dich nochmal hoch. Lächle wieder, dein Bauchnabel geht nach innen. Der zieht sich breit wie dein Mund. Und wieder Hände an den Kopf nach unten ablegen. Probier es aus, es hilft wirklich, gell? Ja, und nochmal, lächle. Ja, super, wir halten, kommt. 5, 4, 3, 2, 1. Hände wieder an den Kopf, nach unten ablegen. Und jetzt muss ich nur mein Mikro kurz umdrehen und dann dreht ihr euch auf die Seite, so wie ihr jetzt liegt. Deine Füße sind wieder vor deiner Körpermitte, du siehst die da unten. Und lass jetzt wieder mit dem nächsten Ausatmen dein oberes Bein so hoch schweben, wie du wieder die Taille halten kannst. Noch einmal. Und jetzt noch 3 Stück. Ja, dass wir insgesamt 5 haben. Ganz viel Länge. Beide Beckenhälften bleiben übereinander stehen. Es ist ganz, ganz wichtig, dass du keinen Druck in deinen Lendenwirbelsäulenbereich hast. So, jetzt lass mal die Beine übereinander liegen. Jetzt nimm mal hier die Taille, die Unterseite. Lass sie mit dem Einatmen Richtung Boden sinken und hol sie mit dem Ausatmen vom Boden weg. Das ist hier so eine ganz kleine Bewegung, Rippenbogen, Brustkorb öffnet sich Richtung Boden und ziehen wieder ausatmend heran. Das Ausatmen, das ist deine stabile Position, die du hältst und du atmest jetzt in dein Zwerchfell hinein. Lässt wieder dein oberes Bein diesmal auf Hüftgelenkshöhe. Jetzt ist das untere dran, Oberschenkel Innenseite, kommt, ja. Schaut vielleicht mal kurz auf euren Fuß da unten, der untere. Der macht gerne so, Das hätte ich natürlich gerne weg. Ja? Noch einen. Insgesamt 5 Stück machst du. Sehr schön, super. Dann halte an. Spür nochmal die Länge für beide Beine zusammen. Okay, super. Dann kommt er hoch. Kommt in den Sitz hinein. Beide Beine, beide Körperhälften mal spüren. Genau. Und wir drehen uns um. Du legst dich auf der Seite. Okay. Oberes Bein wieder 5-mal. So hoch, wie du deine Taille halten kannst. Das darf jetzt mehr als hüftgelenksbreit sein. Spür in deine Hüfte hinein, in die obere. Spür die Stabilität. Noch 2 Stück habe ich. Du machst insgesamt 5. Ja. Dann lass beide Beine nochmal übereinander liegen. Jetzt gehen wir hier wieder zu unserem Brustkorb. Lass mit dem Einatmen deine unteren Rippen Richtung Boden sich senken. Atme zum Boden hin ein. Ausatmen, zieh herein. Wieder sinken lassen. Und zieh herein. Ja. Einatmen, lass sinken. Lass deinen Brustkorb sich öffnen. Ausatmen, hol die Rippenbögen nach innen. Schließe. Ja. Das ist wieder deine stabile Position. Du lässt wieder das obere Bein auf Hüftgelenkshöhe diesmal abheben und das untere Oberschenkelinnenseite mag zur oberen hin. Auch wieder 5 Stück. Sehr gut, super. Okay, wenn die Beine zusammen sind, halte nochmal, spür deine Körpermitte. Okay, und dann kommst du nach oben und du lässt deine Beine hier zur Seite rüberschauen. Okay. So, stell jetzt deine rechte Hand auf, wenn du in der Position bist. Nimm deinen linken Arm nach oben. Jetzt gehen wir hier in eine Mermaid hinein. Öffne deine linke Seite. Ja, und jetzt gehst du mal nach vorne über dein rechtes Knie. Hol dich wieder einatmen zurück, ausatmen, nochmal über die Seite und wieder übers Knie drüber. Ja. Okay, noch einmal und wieder übers Knie drüber und dann kommst du zurück. So, die Arme über die Seite, jetzt wechseln wir, du streckst mal das Bein aus. Okay, sehr gut und wir wechseln. Nochmal ausstrecken, versuch ganz gerade zu bleiben in deinem Oberkörper. Ja. Und geh eben nur so weit wieder, wie es für dich in Ordnung ist. Genau. Okay, noch einmal. Ja.
Und dann noch mal rüber. So, okay. Sehr schön. Jetzt haben wir die Beine so rüberliegen. Wir gehen hier nochmal in die Mermaid hinein. Ne? Schieb die Hand hier in den Boden. Und jetzt legst du dich über dein linkes Knie drüber. Kommst wieder zurück und richtest dich wieder aus. Gehst wieder in die Mermaid nach vorne. Beide Beckenhälften bleiben liegen. Genau. Und nochmal. Ja, okay, sehr schön. So, jetzt löst du auf. Dein unteres Knie ist gebeugt. Dein oberer Arm gehst du in den Seitstütz und dein oberes Bein streckst du aus. Arm nach oben. Ellenbogen ist unter deinem Schultergelenk. Komm hoch. Öffne dich wieder. Schau jetzt nach unten Richtung Boden und mit dem nächsten Ausatmen führ den Arm nach unten zum Ball und versuch mal darunter zu schauen, ohne dass du deinen Nacken da eng machst. Und nochmal runter. Ja. Noch einmal. Okay, sehr schön. Super. Komm wieder nach unten. Komm wieder in den Sitz. Hm? Nimm wieder die Arme über die Seiten. Wir öffnen wieder. Ja. Ganz egal, wie rum, dass du es machst, hm? Ist vollkommen egal. Schau, dass du hier das Öffnen spürst, deine Stabilität, und wir bleiben jetzt wieder da. Du legst jetzt deinen linken Ellenbogen, linker Unterarm ab, Arm hoch, das obere Bein ausstrecken. Okay, und du kommst wieder hoch in den Beckenlift. Hm? Jetzt wieder nach unten schauen. Und dann den Arm Richtung Oberschenkel führen. Schau dahin. Und wieder runter. Drei Stück. Hier. Noch ein. Okay, super. Sehr gut. Wieder hinsetzen. Hm? So, nochmal die Arme über die Seite. Halte da gut wieder. So, jetzt gehen wir so in den Spine Twist. Und zwar nach deinem rechts. Hm? Ausatmen. Einatmen, zurück in die Mitte, ausatmen nach deinem Links und zurück. Becken bleibt da so richtig schön liegen, spür die ganze Länge in deiner Wirbelsäule. Ja, und wenn dir das mit dem Z-Sitz zu viel ist, geh doch bitte in den Schneidersitz noch einmal. Ja, okay, super, sehr schön. Haltet wieder an, wir lösen wieder auf. Hm? Jo. Sehr gut. So, wieder hier den Spine Twist. Ne? Diesmal erst nach deinem Links. Komm zurück und geh ausatmen nach deinem Rechts. Oh, nochmal. Komm. Ja. Noch einmal. Und nach deinem Rechts. Und dann lösen wir wieder auf. Du nimmst wieder die Beine, streckst sie aus und führst sie zusammen. Hm? So, Arme nach vorne, du atmest tief ein, ausatmen. Lass die Fingerspitzen da vorne und roll nur wieder deinen Untenrücken. Tu nur dein Becken wieder kippen. Ne? Schambein zum Steißbein zum Schambein. Hol dich einatmen hoch, nimm die Arme nach außen und nach hinten. Geht's in den Spine Stretch, die Arme fliegen da vorne hoch und komm wieder nach oben. Wieder Fingerspitzen nach vorne. So ein Half-Roll-Down. Hm? Und wieder hoch. Und nach vorne, hinten Spine-Stretch. Die Arme gehen nach hinten hoch. Nochmal. Kommt. Ja. Und wieder hoch. Und nach hinten. Sehr gut. Super. So, jetzt halte dir an. Und wir nehmen die Beine wieder hier rüber. Wir rollen uns mit dem nächsten Ausatmen nach unten ab. Nimm die Arme nach hinten Richtung Ohrenkopf, die Beininnenseiten zusammen. Mit dem nächsten Ausatmen hebt wieder Kopf, Nacken und Schultern ab und dein rechtes Bein. Die Handwurzatmung. Einatmen, 2, 3, 4, 5 und aus. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 und aus. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 und aus. 2, 3, 4, 5. Noch ein. 3, 4, 5 und aus. 2, 3, 4, 5. Leg dein Bein ab, roll dich wieder zurück in die Mitte und jetzt stellst du dein oberes Bein hier mal auf. Du öffnest. Hm? Okay,
Atme tief ein, aus und streck's nach oben. Streck die Ferse hoch, lass die Ferse nach unten sinken. Hol wieder die Zehenspitze ran. Streck dein Bein aus, Ferse hoch. Ja. Noch zweimal. Hm? Und hoch. Letztes Mal. Und hoch. Sehr gut. Super. Nimm wieder die Beine parallel. Zieh dich nach oben. Komm wieder hier in den Z-Sitz hinein. Lass die Arme wieder nach außen zeigen. Nochmals Beintwist. Zurück in die Mitte. Und rüber. Ja. Nach deinem links. Und nach deinem rechts. Noch einmal. Okay, super. Wir lösen wieder auf. Hm? Ja. Auflösen. Und wieder ablegen. Hm? So. Nach unten ablegen. Fuß wieder aufstellen. Unteres Bein ist gestreckt. Hm? Und wieder ausstrecken. Ferse hoch. Nach unten führen. Zur anderen Ferse. Stell dir vor, du willst die obere Ferse mit jedem Mal, willst du sie einen Tick weiter nach unten bringen. Ja. Okay. Beine parallel. Zieh dich wieder nach oben in den Z-Sitz hinein. Wieder die Arme über Seite. Wieder up, und zurück. Ja. Ins Beintwist. Ausatmen nach deinem rechts. Und ausatmen nach deinem links. Wieder ganz viel Länge. Noch einmal nach deinem rechts. Und noch einmal nach deinem links. Super. Haltet an. So. Jetzt gehen wir in den Vierfüßlerstand hinein. Hm? Wir können uns da gerade so richtig schön umdrehen. Erst die Beine parallel. Die Hände etwas weiter nach vorne. Und die Zehenspitzen aufstellen. Du jetzt ausatmen, nur deine Lendenwirbelsäulenbereich aktivieren. Hol dein Steißbein zu deinem Schambein. Nur ganz kleine Pelvic Lock, den unteren Rücken. Zieh dafür deinen Bauchnabel nach innen. Noch einmal. Ja. Jetzt lass den Rücken ganz gerade. Spür das gerade. Spür die Stabilität. Schieb dich zurück. Und jetzt hebst du da deine Knie wieder vom Boden ab. Und schiebst dich nach vorne in die Brettposition. Hm? Nach unten ablegen. Wieder zurückkommen. Wieder nur dreimal diesen kleinen Pelvic, diesen Curl da unten machen. Ja. Ganz, ganz mini. Okay. Schieb dich wieder mit geradem Rücken zurück. Heb die Knie ab. Schieb die Sitzbeinknochen noch weiter nach hinten. Und dann kommst du wieder vor in die Brettposition. Wieder die Knie ablegen. Okay, nochmal. Unterer Rücken aufwecken. In die Mobilisation hineinbringen. Dann bleibst du wieder ganz stabil. Das brauchen wir hier. Wir schieben uns zurück. Es ist wie auf den Stuhl drauf sitzen. Heb die Knie ab. Lass die Arme den Schultergürtel arbeiten. Komm wieder in die Brettposition hinein. Und dann legst du beide Knie nach unten ab. Und wir gehen so in die ganz normale Vierfüßlerposition. Ausatmen, rechter Arm und linkes Bein abheben. Einatmen, zurück, ohne dass sich was verändert. Ja? Ja? Jo. Ganz viel Länge. Lass es hochschweben. Schau, dass dein Schultergürtel, dein Becken, deine Hüfte stabil am Platz bleibt. Dass wirklich die Körpermitte arbeitet. Und dein Arm und dein Bein nur da so hochschweben. Halte mal, halte mal, halte. Okay. So, jetzt nimmst du deinen rechten Ellenbogen und führst ihn dann nach hinten Richtung Taille und schiebst sie da ausatmen weg. Alles andere bleibt dir. Ja. Noch, jetzt haben wir Nummer 3. Nochmal 2. 4. 5. Okay, super. Streck Arm aus. Lass jetzt wieder deine Hand nach unten sinken, linke Zehenspitzen aufstellen. Atme tief ein und schieb dich ausatmend über die Handgelenke, dann streckst du dein rechtes Bein aus. Wir sind wieder in der Brettposition, hm? Oder Legpol Front. Wir halten, legen wieder beide Knie nach unten ab und tu nochmal unseren unteren Rücken aufwecken und wieder zurück. Nochmal aufwecken und zurück. Ja.
Nochmal aufwecken und zurück. Jetzt wechseln wir die Seite. Linker Arm, rechtes Bein auf dem Boden entlang und hoch mit dem Ausatmen. Einatmen wieder zurück, ohne dass sich sonst was verändert. Hm? Spür die Länge, Arm und Bein. Spür, wie sich deine Kniekehle öffnet im ausgestreckten Bein. Jo. Noch einmal. Jo. Und dann halten wir wieder. Jetzt nimmst du deinen linken Ellenbogen, führst ihn Richtung Taille und streckst wieder aus, ab und aus. Yes. Okay. Noch, das war Nummer 3. 5 Stück haben wir rechts gemacht. Das war meine Nummer 4. Und meine Nummer 5. Okay. Arm ausstrecken, wieder abstellen. Rechte Zehenspitzen auf dem Boden. Schieb dich wieder ein, ab und vor. Ganz viel Stabilität. Und ausatmen wieder. Bein ausstrecken links. Wir sind wieder in der Brettposition. Lassen beide Knie nach unten sinken. Und jetzt legst du mal deine Unterarme wieder nach unten ab. So, nimmst deinen rechten Arm und legst ihn da hinten in deine Lendenwirbelsäule hinein. Tust wieder Steißbein einrollen. Du spürst, wie sich der untere Rücken öffnet. Du kommst wieder zurück. Mach das dreimal, sodass du da ganz viel Gespür hast. Jetzt bleibst du in deiner Länge. Und du lebst deinen linken Arm ab, gehst in die Rotation. Gehst wieder zurück. Und hoch. Ja. Und gehst in die Rotation. Und hoch. Auch 5 Stück. Hm? Ja. Noch einen. Yes. Okay. Super. Nimm wieder die rechte Hand nach vorne. Hm? Wieder nur im Lendenwirbelsäulenbereich hier. Arme ablegen natürlich. Hm? Lendenwirbelsäulenbereich einrollen. Und jetzt nimmst du deine linke Hand nach hinten in deinen Rücken hinein und machst hier auch nochmal diesen kleinen Curl. Hm? Nur Steißbein zum Schambein, der untere Rücken. Und dann gehen wir wieder hoch in die Rotation hinein. Hm? Rechter Arm, rechter Trizeps darf arbeiten. Ja. Der schiebt ich hoch. Yes. Noch 2. Noch 1. Super. Und dann hältst du an. So, jetzt leg die Zehenspitzen nach hinten um und geh mal in den Fersensitz hinein. Nimm mal die Knie weit auseinander. Und nochmal. Steißbein einrollen und wieder loslassen. Einrollen und loslassen. Noch einmal. Einrollen und loslassen. Und dann legst du die Hände wieder nach unten ab, stellst einmal deine Zehenspitzen auf. Atmest tief ein und hebst ausatmend die Knie nach unten. Schieb dich mit dem Einatmen zurück. Geh ausatmen hoch ins umgedrehte V. Jetzt führ deine Knie zusammen. Löse wieder. Leg deine Knie nach außen ab. Schieb dich wieder zurück. Heb die Knie ab. Hoch ins umgedrehte V. Die Beine führst du zusammen. Knie wieder öffnen. Das ist wie der Frosch. Hm? Ja. Und wieder hoch. Noch einmal. Und wieder zurück. Und hoch. Okay, so, wir haben ja fast Ostern und ihr wisst, ich habe es mit den Tieren. Hä? Jetzt beugt ihr eure Knie. Jetzt macht mal einen ganz kleinen Häschenhüpfer nach vorne und zurück. Nach vorne und zurück. Noch einen nach vorne und zurück. Wir legen wieder die Knie nach unten ab und du setzt dich noch einmal in deinen Fersensitz hin und dann gehst du nach unten auf den Bauch. Beine lässt du zusammen. Die Arme nimmst du nach vorne. Schulter breit geöffnet. Dein Blick ist unten, ist nach, auf dem Boden. Und deine Beine sind mal hüftgelenkschmal jetzt geöffnet. Lass jetzt mit dem nächsten Einatmen rechtes Knie, rechtes Sprunggelenk sich beugen und aus am Streck aus. Okay, wir wechseln die Seite. Links, hm? Beuge. Und streck aus. Oberschenkel darf dabei vom Boden abheben. Dein Schambein spürst du wieder. Jeden Moment auf dem Boden aufliegen. Noch einmal. Und nochmal rechts. Hm? Und ganz weit ausstrecken hier. Oh, nochmal links. Jetzt. Okay, super. So, jetzt
holt er die Handballen wieder näher heran, sodass wir ein bisschen höher kommen. Ne? Jetzt ist euer Brustbein mehr vom Boden abgehoben, dein Schambein spürst du immer noch. Hm? Jetzt nimmst du wieder dein rechtes Bein, du beugst, und Sprunggelenk streckst außen aus. Und links genau das gleiche, Schambein spürst du wieder, Bauchnabel ziehst du wieder nach innen, fang wieder an zu grinsen hier. Lächel dich an, das aktiviert unsere Bauchmuskulatur. Es zieht den Bauchnabel nach innen, noch einmal. Und du hast Freude, hm? Yes, okay, super. So, schau jetzt, wie weit dass du deine Ellenbogen noch heranholen kannst, um deinen unteren Rücken immer noch geschützt zu lassen. Hm? Ja, jetzt lass du einmal dein Brustbein nach unten sinken und du hebst wieder ganz stabil nach oben Richtung Wirbelsäule. Jetzt nimmst du mal deine Ellenbogen vom Boden weg und legst sie wieder ab. Hoch und ab. Wir können dann noch eine Kopfrotation mit dazu nehmen, dass du einmal nach rechts und einmal nach links schaust. Noch einmal. Und nochmal nach links schauen. Und dann kommst du wieder da an. Du streckst dich aus, deine Arme gehen jetzt hier über die matten Ecken drüber. Und deine Beine öffnest du auch zum V, sodass sie wieder bei den matten Ecken sind. Schambein spüre wieder hinein. So, jetzt haben wir die Swimming-Position eigentlich. Jetzt tust du aber erst dein rechtes Knie wieder beugen, Sprunggelenk, und streckst dein Bein wieder aus. Yes, und links. Spür dein Schambein. Das ist der Punkt, den wir halten sollten. Und dein Steißbein schaut zum Schambein hin. Und wenn ich dich wieder an dein Lächeln erinnern darf, es hilft, Bauch zu aktivieren. Ja? Okay, sehr schön. Lass jetzt deine Beine wieder ausgestreckt, spür hinein in deine Hüften. Ne? Und jetzt musst du nochmal beide Knie beugen, Zehen ganz entspannt. Lass nochmal deine Füße rechts und links hier. Als wolltest du da hinten jemanden winken. Dein Becken darf mitgehen. Ja. Dann komm wieder in einer ganz stabilen Position an. Streck die Beine aus. Jetzt gehen wir nach oben zu unseren Armen. Hm? So, rechter Arm abheben. Und wieder ablegen. Linker Arm abheben und wieder ablegen. Jetzt ziehst du wieder die Handballen heran, sodass sich dein Brustbein mehr vom Boden löst. Schambein bleibt unten und wieder rechter Arm. Ja, schau da mal hin zum rechten Arm. Wenn du ihn abhebst, schau zum linken Arm hin. Zur linken Hand. Hm? Und nochmal hoch. Ja, und nochmal hoch. Sehr schön. So, jetzt bleib da wieder. Wieder Schambein spüren. Jetzt nimm mal rechten Arm und linkes Bein. Führ wieder. Ja, und halte. Lächle wieder, zieh wieder deinen Bauchnabel nach innen, lass wieder nach unten sinken und wechsle die Seite, linker Arm, rechtes Bein. Lächle wieder, zieh deinen Bauchnabel nach innen, Schambein bleibt da, sehr gut, super. Und wieder zurück. So, jetzt nimm mal beide Beine hoch, ausatmen, nach oben, Hände bleiben liegen. Hm? Okay. Jetzt machst du da unten 3 Fuß-Circles in eine Richtung und du hältst und 3 in die andere. Die Hände bleiben. Hm? Und dann legst du wieder in der Länge deine Beine ab. Lässt einmal deine Stirn nach unten sinken. Atmest tief ein und kommst dann wieder nach oben. Hol die Handballen wieder gefühlt in die Achselhöhlen. Jetzt Arme abheben und Hand-Circles machen. Ja, 3 Stück. Das mache ich nur, damit es uns nicht langweilig wird. Hm? Wir dürfen da halten, aber sind abgelenkt. Halte. Lass sie wieder nach unten sinken. Einmal deinen Kopf nach unten. Sortiere nochmal. Lendenwirbelsäulenbereich. Schambein auf dem Boden, Steißbein schaut hin. Mit dem nächsten Ausatmen. Kommt, wir heben alles ab. Ja, und es ist so wunderschönes Wetter. Da mag ich immer fliegen wie ein Vogel. Hm? Nimm die Arme also nach außen, führ sie nach hinten Richtung Gesäß und wieder und nach vorne. Nochmal, komm, außen hoch.
Einmal nach vorne, lass wieder alles nach unten sinken. Stell deine Hände auf Brusthöhe auf, nimm die Beine zusammen, atme tief ein und geh ausatmen über den Swan Dive nach oben. Komm nochmal in deinen Fersensitz und jetzt heben wir unser Becken ab. Wir gehen in gerade Position. Du nimmst jetzt dein rechtes Bein, stellst nach vorne hin. Lass mal die linke Zehenspitzen umgelegt, nimmst die Arme nach oben. So, jetzt gehen wir in eine Seitneigung nach deinem Rechts oder zur Kamera. Und du spannst deine linke Gesäßhälfte an. Spür, wie sich das öffnet. Und wenn ihr dann Handtuch braucht, bitte legt es unter das linke Knie. Gell? Und wieder komm. Und komm wieder zurück. Nochmal. Und komm wieder zurück. Spür das Öffnen. So, jetzt nimmst du vielleicht die Füße etwas weiter auseinander, stellst die linken Zehenspitzen auf, atmest tief ein, kommst ausatmen hoch. Ja, und wieder nach unten, das Knie runter sinken lassen. Ne? Jetzt hat es mich fast umgehauen. Und wieder hoch, ja. Und Knie runter sinken lassen und hoch. Yes. Noch einmal. So, dann lässt du wieder dein Knie nach unten sinken. Legst die Zehenspitzen nach hinten um und jetzt schiebst du dich einmal vom rechten Fuß nach hinten. Zieh die Pobacke da hinten rein. Ha? Aktiviere dein Gesäß. Die Arme sind immer noch da oben. Okay. Komm wieder zurück. Nimm die Arme über die Seite. Mermaid wieder nach deinem Rechts. Rechter Arm sinkt nach unten. Linker geht so in seiner Länge hier rüber. Hier wieder links Gesäß anspannen. Jetzt legst du dich nochmal über dein rechtes Knie drüber. Linker Unterrücken, der öffnet sich und komm wieder zurück. Geh wieder in die Startposition. Ja? Wieder Mermaid und leg dich da drüber übers rechte Knie. Spür, wie der untere Rücken sich öffnet und komm wieder zurück. Noch einmal. Hm? Ja. Und drüber. Und nach vorne. Super. Und komm wieder zurück. Sehr schön. So. Nimm jetzt dein rechtes Bein wieder zurück. Und spür mal hinein in rechts und links. Setz dich mal kurz nach unten ab. Es ist ein Unterschied. Hm? Gell? Dann kommt er wieder nach oben. Linkes Bein kommt nach vorne. Die rechte Seite will das ja auch. Hm? So, Zehenspitzen wieder umgelegt lassen. Arme hoch. Seitneigung nach deinem links. Rechte Gesäßhälfte anspannen und komm wieder zurück. Zurück. Ja. Nochmal. Und komm wieder zurück. Sehr schön. So, jetzt rechte Zehenspitzen aufstellen. Gerne hier ein bisschen mehr Luft lassen. Und wieder hoch. Ja. Und nach unten ablegen. Und hoch. Und nach unten ablegen. Und hoch. Vier Stück haben wir auf der anderen Seite gemacht. Machen wir hier auch. Hm? Und hoch. Und wieder ablegen. Oi, ja, 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 ja. Zehenspitzen umlegen, Arme über die Seite, Mermaid nach deinem Links. Hä? Und jetzt wieder über dein linkes Knie drüber. Komm wieder zurück und die Arme wieder über die Seite. Nochmal, Mermaid. Hier rechts anspannen, spür rechts, untere Rücken. Ja, leg dich da drüber. Komm wieder zurück. Nochmal, Mermaid nach deinem Links. Rechter Rücken, untere Rücken spüren. Komm wieder zurück. Okay, sehr schön. Super. Spür wieder hinein. Hm? Schieb dich nach hinten. Und spann hier das Gesäß an. Schieb dich aus dem linken Fuß nach hinten. Ja? Und komm wieder zurück. Leg dein linkes Bein nach hinten um. Leg die Hände auf den Boden auf. Stell die Zehenspitzen auf. Komm mit dem nächsten Ausatmen hoch ins umgedrehte V. Und lauf mit den Händen zu deinen Füßen. Roll dich ausatmen nach oben auf. Ich bleib mal so stehen, dass es besser seht. Hm? Linkes Bein ist dein Standbein. Du holst dein rechtes Knie nach oben. Legst deine Hand unter deinen Oberschenkelrückseite. Komm nochmal hoch. Genau. Und zieh das Knie heran. Ja, heute Morgen habe ich keinen guten Stand. Hm? Okay, lasse das Bein nach unten sinken. Sehr gut. Links. Hm? Hol's hoch. Das Knie nach oben. Das ist wieder Single Leg Stretch. Hm? Ja.
was wir vorhin auf dem Boden gemacht haben, noch einmal kommt. Rechtes Bein nach oben, Arme über die Seite. Streck dein rechtes Bein aus, lass es nach unten sinken. Linkes Knie hoch, komm. Zieh es nach oben, Arme über die Seite, streck das Bein aus und wieder runter. Atme tief ein und roll dich mit dem nächsten Ausatmen nach unten ab. Lauf übers umgedrehte V in die Brettposition hinein. Mach einmal einen Mini-Mini-Push-Up. Komm wieder aus am Hoch. Lauf wieder zurück zu deinen Füßen. Und dann rollst du dich wieder Wirbel für Wirbel nach oben auf. Ich drehe mich zu euch, mach die Beine auf. Und ihr schwingt einfach nochmal. Ja? Um alle Anspannung rauszulassen. Nehmt wahr, wie es in eurem Körper aussieht, die rechte und linke Körperhälfte jetzt vielleicht gleichmäßig sind, sich geöffneter anfühlen. Und dann wünsche ich euch wieder eine wunderschöne Zeit mit viel Training mit den Trainern vom Sportpark. Ich danke euch ganz herzlich.